Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Fran Bo. Ja, wir haben im letzten Part hier den Wald erkundet, haben eine riesige Ameise kennengelernt, die wollte, dass wir ihren besten Freund, das Käferschwein, umbringen, was wir auch getan haben, haben ein paar Kieferzapfen geärgert und haben eine Ratte gefunden im Bauch des Kieferschweins, die meinte, dass unsere Katze wahrscheinlich in Gefahr ist und dass wir ihr folgen sollen, und damit wir rausfinden können, was geschehen ist. Das werden wir auch gleich einmal tun. Wo ich denke, es könnte auch die Katze, die Ratte sein, die den Kamm gestohlen hat, von dem diese Gesichter an den Baum geredet haben. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sie sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Der Brunnen der anderen Welt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Jetzt nicht mehr. Ratte, wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Ja, aber wie komme ich da rein? Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm, der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. No. Süß. Danke, meine Dame, du bist sehr nett. Nice. Dann können wir nämlich direkt mal den guten Gesichtern ihren Kamm wiedergeben. So, benutzen hier Kamm mit weißen Blättern. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Wir sind jetzt aber hier Friseuse. Ach du Fran, du Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt gehen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Wow. Oh, wunderschön. Tschüss, Leutewesen. Gute Reise. Ich habe den Schlüssel. Ja, die Frage ist natürlich nur, wo gehört der Schlüssel zu? Ich versuche das jetzt einfach. Sein können. Könnte ich zufälligerweise hier irgendwie... Ne, okay. Gut, wir haben einen Schlüssel. Der goldene Schlüssel aus dem Baum. Ja. Wohin damit, ist die Frage. Eingang hier. Aber wie? Ja, das ist die Frage. Wir haben nicht zufälligerweise irgendwie einen... Schade. Wir haben nicht zufälligerweise irgendwie eine Schaufel oder so. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Ich kann nicht. Nur damit du es weißt, ein Käferschwein war keine Katze, sondern nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du? Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Okay. Ja. Hat er vielleicht hier irgendwo ein Schlüsselloch, wo was rein könnte? Die vielleicht? Nee. Der Schrank, das hier ist nicht abgeschlossen, oder?
Nee. Hier haben wir noch ein Dingens drin, ne? Die Bürste, aber die ist da an der Tür fest. Dann können wir auch so nicht ab. Ich glaube, ich habe schon ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Ich würde gerne das kleine Kätzchen retten, aber das will Fran anscheinend nicht. Nein, nein, das will nicht. Boah. Fisch, wie wir das Schnarchen immer noch hören, obwohl er nicht mehr da ist. Beim ganz am Anfang noch irgendwas? Ja, Wert unscharf ist okay. Ich wollte es auch gar nicht sehen. Wir haben jetzt einen Schlüssel, aber wofür? Aha, mir ist gerade was Lustiges eingefallen. Ein alter Onkel hat von mir versucht, darauf zu blasen. Haha, er pupste die ganze Zeit, weil das so schwer war, da reinzublasen. Okay. Können die Ratte vielleicht irgendwie noch? Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden kann? Kommt drauf an, kleine Dame. Hast du schon genug umgesehen, um mich zu finden? Kennst du die Person, die meine Katze mitgenommen hat? Oh, meine liebe Lady, ich wünschte, ich könnte helfen. Aber die deine Katze nehmen, sahen aus wie aus einer anderen Welt. Vielleicht hatten sie ein Portal, das sonst niemand sehen kann, wer weiß. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür, glaube ich. Verstehe. Danke, Ratte. Tschüss. Schade. Hätte sein können. Nein, ich glaube. Eingang hier. Eingang heißt, man geht irgendwo rein. Ja, das ist mir klar. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Hier ist auch nichts, oder? Außer riesiger Schatten, der da hinten rumläuft. In der normalen Welt auch nicht, schade. Da ist die Frau Mond. Kann man hier vielleicht noch irgendwas kombinieren? Also wir haben eine Türklinke und einen Schlüssel. Aber ich wüsste nicht, wohin damit. Vielleicht kann man hier drin noch...
die Käfer noch mal ärgern. Vielleicht bei denen aufschließen. Oder so. Ne, okay. Kammerjäger. Liegt hier vielleicht noch was? Sie läuft hier vorne ganz nach rechts immer. Okay, hier ist halt niemand. Nein. Kleber. Müssen wir irgendwas zusammenkleben? Ich glaube nicht. Der Text ist fast verschwunden. Ich fände es super, wenn er hier graben könnte. Ja, das ist Hinweis auf den Brunnen, aber den Brunnen habe ich ja schon gefunden. Ich komme trotzdem nicht rein. Hum. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Der wird mir nicht mehr viel sagen, oder? Er schläft für ihn. Schläft. Gut für ihn. Gute Nacht. Okay. Dann sollte er immer in Ruhe schlafen. Und ich lebe fest. Schade. Was haben wir denn hier? Oh, komm ich nicht dran, schade. Der Pilz da oben. Der war auch nicht zum Verbrennen. Ich will Sachen verbrennen.
bloß hier irgendwie eine verschlossene Tür oder so. Das wäre super, weil dann wüsste ich genau, was ich machen soll. Ah, die Fleischkönigin. Wow, Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Ameisen muss sie lieben. Wie wohl Ameisenliebe aufläuft, dreht sich wohl alles ums Fleisch. Ja, okay, das war der Hinweis darauf, dass sie Fleisch essen. Das habe ich mir schon, hatte ich mir schon gedacht. Hier ist auch nichts mehr, oder? Dann ist kein Loch. Ja, aber wie mache ich da eins? Von der Tür der großen Ameise. Jetzt ist er meiner. Der goldene Schlüssel aus dem Baum. Superkleber. Mein liebster goldener Stift. Der ist fast verschwunden. Ist der Weg? Oder sind das eigene? Ne, okay, das scheint einfach nicht zu sein. Man kann einfach nur so random hinklicken. Ich kann ich auch nicht rausretten. Kann ich dich denn retten? Finde mich lebendig, finde mich tot, beep beep. Warte mal, vielleicht. Okay, schade. Hätte sein können. Nein. Naja, gut. Ich würde sagen, ich rätsel ein bisschen im nächsten Part weiter herum, was ich tun muss, wohin ich muss. Und ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Part von Frambo und bis dahin. Ciao.